Im Mai 2023 treffen extremer Regen und mehrere Hochwasser die Region Emilia-Romagna schwer. 15 Menschen sterben. Mehr als 20.000 Menschen müssen ihre Wohnungen und Häuser verlassen. Der Schaden geht in die Milliarden. Feuerwehr, Katastrophenschutz und tausende Freiwillige sind im Dauereinsatz. Logischerweise rechnet man immer mit der Hilfe vom Staat. Aber wie Sie hier sehen, sind es die Mitbürger, die zuerst und sofort helfen. Wenn man auf Hilfe vom Staat wartet, kann das lange dauern. Kam die Katastrophe mit Ansage? Und hätte sie verhindert werden können? Derweil müssen die Menschen mit dem Nötigsten versorgt werden. Ravenna, 12 Tage nach den Überschwemmungen. Flavia engagiert sich seit 30 Jahren beim Katastrophenschutz Mistral. Der hat hier gerade ein Verteilungszentrum aufgebaut. Eine große Spende aus Genua muss gerade umverteilt werden. Beim Katastrophenschutz sind wir alle Freiwillige. Das kostet viel Zeit und Energie. Aber das ist eine Frage der Einstellung. Wir alle hier entscheiden uns bewusst dafür, unsere freie Zeit für andere Menschen zu opfern, die in Schwierigkeiten geraten sind und unsere Hilfe brauchen. Viele Supermärkte haben noch geschlossen. Es fehlt an den nötigsten Grundnahrungsmitteln. Mehrere Taxifahrer rund um Luca Gianni haben sich spontan zusammengetan, um Spenden aus dem 380 Kilometer entfernten Genua heranzubringen. Wir sind mit den Ansprechpartnern des Katastrophenschutzes seit einer Woche in Kontakt. Wir haben sie gefragt, was die Menschen hier brauchen, und haben eine Spendenaktion in Genua gestartet. Heute haben wir Thunfisch, Dosenfleisch, Milchpulver, Windeln für Kinder und Tomaten gebracht. Es sind vor allem private Initiativen wie diese, die in den ersten Tagen nach der Katastrophe die Menschen erreichen. Es ist wichtig, die Kraft zu finden, um weiterzumachen. Man soll sich nicht unterkriegen lassen. Logischerweise rechnet man immer mit Hilfe vom Staat. Aber wie Sie hier sehen, sind es die Mitbürger, die zuerst und sofort helfen. Wenn man auf Hilfe vom Staat wartet, kann das lange dauern. In Ravenna hat der Katastrophenschutz alle Spenden für verschiedene Transporte aufgeteilt. Zeit für eine kurze Mittagspause. Flavia und ihr Mann sind seit der Flut im Dauereinsatz. Ihre Organisation hilft nicht nur mit Spenden, sondern räumt auch Wohnungen in der Umgebung leer. Zentrale? Nein, schon gut, nichts. Wie viele Häuser habt ihr heute geräumt? Okay, verstanden. Seid vorsichtig, aber macht auch Fotos für unser Archiv. Es können jederzeit Hilfsgüter geliefert werden. Deshalb müssen wir die kurzen Pausen nutzen, um was zu essen und zur Toilette zu gehen. Man weiß nie, wann ein Notruf kommt, und wir müssen immer bereit sein. Da, siehst du? Vorhin waren die Taxifahrer mit ihren Spenden da, und jetzt gibt es schon wieder eine neue Lieferung. Ein Paar fragt nach Spenden. Die Familie, so stellt sich heraus, hat fast alles verloren.
Sie braucht vor allem Kleidung und Essen. Flavia weiß, sie muss besonders behutsam agieren. Viele Betroffene stehen noch unter Schock. Wir hoffen, dass die Mauern und das Fundament unseres Hauses nicht beschädigt sind. Wenn wir zurück in unsere Wohnung können, muss die Luft unbedingt trocken sein, weil wir so viele gesundheitliche Probleme haben. Gott sei Dank nähert sich der Sommer. Das hilft uns. Wir durften nicht mehr in unsere Wohnung. Aus Sicherheitsgründen durften wir nur in Begleitung der Feuerwehr reingehen. Wenn der Stress zu viel wird, habe ich Sorge, krank zu werden, weil mein Immunsystem schwach ist. Ich muss versuchen, Ruhe zu bewahren. Wir versuchen, alles zu retten, was wir können. Flavia sucht, was das Ehepaar braucht. Handtücher, Geschirrtücher und einige Unterhemden. Trägst du normalerweise Unterhemden? Unterhemden? Ja. Ich bin schon älter. Ich habe schon sehr viele Missionen gemacht. Die erste in Polesine, eine der schlimmsten Überschwemmungen seit über 30 Jahren. Aber sowas wie hier habe ich noch nie erlebt. Die Überschwemmung hat fast unsere ganze Region getroffen. Wir konnten kaum etwas schützen. Melden Sie sich, wenn Sie noch was brauchen. Kopf hoch, nicht verzweifeln. Wir können weinen, aber wir müssen weitermachen. Wir schaffen es. Wir versuchen, einen klaren Kopf zu behalten.